Jingle bell, ba 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 ba. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender Türchen Nummer 21, heute zusammen mit Maurice. Hi! Hallo! Wir spielen heute die Prognose Paderborn gegen Frankfurt. Ich bin mega gespannt. Ich bin Paderborn und hab ein bisschen Angst. Wir starten rein in die Prognose und schauen wir mal. Schaut unbedingt übrigens bei Maurice bei Instagram vorbei, in der Videobeschreibung verlinkt. So Leute, wir starten rein. Prognose Paderborn gegen Frankfurt. Und ich habe ja eine Prognose habe ich schon mit Paderborn gemacht. aber ja gut, da habe ich gegen einen schlechten Spieler gespielt. Ne? Das habe ich auch gar nicht verstanden gerade. Meiner ist nicht zum Ball, dein. Lol, was passiert hier? Aua. So, oh, da ist Mamba direkt durch. Mamba, wohin? Ich hatte Spaß. Oh. Jawohl! Da ist Mamba, glaube ich, ist es. Ist es ja. Mamba? Ja, bestimmt. Es macht nur, Mamba macht nur Tore. Kein anderer. 1-0 Paderborn. Oh Mann, naja. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Torwart hätte ihn eigentlich haben müssen. Aber gut. Oh, da ist direkt das 1-1. Bisher kam noch nicht so viel von dir. Nee. Und jetzt nach dem 1-0 direkt das 1-1 von Silva. Das ist kritisch jetzt. Oh, 2-1. 2-1, Paciencia. Das schade. Jetzt gib Gas. Michel, gib Gas. Michel. Immerhin ein Abschluss. Dann warst du schon im 16er, ich hatte schon Angst. Oh, was? Da ist das 3-1. Jetzt geht's aber los. Paderborn zerfällt. Torwart kommt ein bisschen raus, dann geht er doch wieder zurück. Und Paciencia macht seinen Doppelpack. Mamba! Yes! 2-3! Wer, wenn nicht Mamba? Nice one. Du hast den Torwart rausgeholt, es war schon ziemlich knapp. Ja. Aber so einen lässt sich Mamba nicht entgehen. Der Luft hat drüber. 45. Minute. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Nee, du machst jetzt nicht noch einen, das sehe ich gar nicht ein. Das finde ich richtig dreist jetzt. Oh, nice one, okay. 2-3, es wird nochmal knapp vor der Halbzeit. 5 Tore in einer Halbzeit schon gefallen, was ist hier denn los? Shit. Nein, da ist viel zu viel Platz. Nein! Mein Torwart hat sich gar nicht mehr bewegen lassen. Ich wollte ihn noch weiter rüberstellen, aber da ging gar nichts mehr. 4-2, guter Konter. Nein, Mann, hör doch auf, so eine Scheiße. Nein, das war so gut gemacht. Abseits. Ja! Jawohl, ich dachte, das zählt. Also, das war richtig gut gemacht, eigentlich von dir. Hier war es nur so bitter, dass meiner den nicht bekommen hat, weil eigentlich dachte ich so, jo, den hab ich. Und dann hast du ihn irgendwie noch durchgewurschtelt. Das war so schlecht, der Pass. Ah, oh, Schiedsrichter, hallo! Er rammt mich einfach weg. So, jetzt. Oliveira Sousa oder wie auch immer. Den holt er sich noch. Komm, bring die Flanke, Michel! Oh! Dass der den nicht macht, ist schon echt bitter. Gasula. Jetzt hier Paderborner Passstaffetten. Oh. Was macht der Torhüter? Ich weiß es nicht. Es war abseits. Was abseits? Hä, fuck. Jetzt Mamba. Mamba, komm, gib Gas.
Mamba gibt Gas. Das war so schlecht. Oh. Nein, da ist er rein. Jetzt Zolinski. Jawoll. Yes, der eingewechselte Zolinski. Irgendwie. Ey, ich glaube, das war gut, dass ich hier rot getroffen habe. Ich habe rotes Time-Finish getroffen, sonst hätte der den gehalten, glaube ich. Dadurch hatte der gar keinen Plan mehr. Komm, Mamba jetzt raus. Mamba hat schon viel geleistet, jetzt muss er weg. Jetzt kommt Guyet. Oder wie auch immer man diesen Typen ausspricht. Spiel nur in die Mitte. Mach doch was! Mach doch was! 11 Meter! Was jetzt? 11 Meter für Paderborn in der 88. Spielminute. Oh Gott, ich kann keine 11 Meter. Das ist so traurig jetzt. Das ist die beste Chance fürs Unentschieden. Eine Dramatik. Das ist die beste Chance fürs Unentschieden. Aber wahrscheinlich werde ich die Chance verkacken. Ja! Nein. Ich hab's gemacht. Yes, Zolinski! 4-4. Eieiei, dass das noch möglich ist, das habe ich nicht gedacht. Ich habe mich natürlich bemüht, aber ich habe nicht gedacht, dass es klappt. Jetzt muss Pröger nochmal kommen. Pröger, noch ein frischer. Geht hier noch was? Ja, für mich geht auf jeden Fall nichts mehr, wenn dann jetzt für dich. Und das kann gut sein, als ob er den ins kurze Eck haut. So ein Dreck. Ah, Mann. Alle Mühe umsonst. 9 Tore in einem Spiel. Und Kamada macht den am Ende ins kurze Eck. Habe ich von meinem Torwart auch mehr erwartet. Den hätte er eigentlich haben können. Schon schwach gewesen. Aber trotzdem, gutes Spiel. Ich denke nicht, dass das in echt so ausgeht. Ja, kann man machen. Hätte ich aber nichts dagegen. Wenn es in echt so ausgeht, das wäre verrückt. So, wir gehen rein in die Challenge. Let's go. So, Leute, wir starten rein in die Challenge und wir machen das natürlich wie immer im Zufallsprinzip mit den Mannschaften. Du gehst auf Deutschland und wir machen das wieder im Dreierprinzip. Du darfst anfangen. Drück mal drauf. Oh, USA. Okay, dann bin ich dran. Ich bekomme Südafrika. 3,5 Sterne ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, du darfst entscheiden. Behältst du die oder machst du weiter? Nein. Dann nochmal. Ja, noch schlechter. Ich will aber auch nicht. Also 3,5. Südafrika, es ist nicht schlecht, aber ich hoffe auf noch was Besseres. Ah. Okay, machst du nochmal? Noch schlechter. Boah, es kann jetzt natürlich passieren. Also ich könnte jetzt die Mannschaft nehmen. Dann hätte ich 3 Sterne, du nur 2. Aber es kann halt passieren, dass ich jetzt dann... Komm, ich mach nochmal. Wehe, ich bekomme jetzt eine 1-Sterne-Mannschaft oder so. Ja. Oh. Jawohl. Ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Spanier. Jawohl. Nice one. So, Leute, und damit starten wir in die heutige Challenge rein. Das ist die Survival Challenge. Ich bin gespannt, was das wird mit diesen Teams. Wird auf jeden Fall crazy. Wobei mein Team ja eigentlich ganz in Ordnung geht. Du, muss man natürlich anmerken, du spielst natürlich jetzt mit Shareplay-Qualität. Ein klitzekleiner Nachteil, aber es geht halt nur so und ich denke, du wirst es verkraften. Alter, was sind das für Fehlpässe die ganze Zeit? Was ist denn da los? Nein! Jawohl! Ah, die ganze Zeit Fehlpässe hier am Spiel der Mieke und dann macht die Nummer 99, macht das 1-0. Jawohl. Oh! Ja. Klasse Torwart. Ich habe einfach nur noch Angst. Boah, leck, Alter. Oh. Jawohl. Irgendwie. 1-1. Ich habe mich bemüht. Ich komme da echt schwer durch. Und jetzt irgendwie glücklich habe ich es dann doch geschafft. Er gewinnt halt hier das Kopfballduell und dann war es halt gut entschieden. Gemacht. So, wer geht? Bei mir wahrscheinlich eine Stürmer. Halbzeit. 1-1. Kurz vorher haben wir es nochmal gemacht. Wichtig. Das war auf jeden Fall wichtig. Du bist eigentlich die bessere Mannschaft. So gefühlt. Statistiken sagen was anderes, aber so gefühlt. Okay, bei mir ist der Rechtsverteidiger gegangen und bei dir ist der rechte Außen gegangen. Er verkackt. Ich habe ihn verstellen wollen, aber es hat zu lange gedauert. Shit. 2-1. Oh.
Ah, ich habe so gehofft, dass der Bug das Tor macht einfach jetzt. Es muss eigentlich aber ganz flott das Tor her. Ah. Scheiße, Mann. Dreck! So ein Bullshit, Alter. Das ist doch... Ah. Hallo. Na, jetzt komm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein! Ja. Ich wusste, ich war so überfordert gerade. Ich hatte gar keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Ich habe dann einfach nur noch irgendwie Freiraum gesucht und geschossen. Na, scheiße. Gut, das sieht ziemlich... Ah, vielleicht noch eine Chance. Eine gibt's noch. Eine fucking... Du bist so ein Honk. Komm jetzt! Ja! Nein. Was? Yes! 90 plus 4! Verdammte Scheiße, als ob ich den gemacht habe. Das war so Momentum. Oh nein. Jawoll! Als ob. Lolo, ey, so ein da geiler Typ. Ah, das wäre ein bisschen traurig gewesen. Lolo, so ein als ob. Okay, Verlängerung, Leute. Was ein krasses Spiel. Den hat er. Okay, ja, Elfmeterschießen. Also noch eine Challenge, Leute. Noch eine Challenge in diesem heutigen Ding. Elfmeterschießen. Als ob. Ich habe Angst. Ich habe ziemlich viel Angst. Du siehst jetzt, wie wir euch hinschießen, ne? Du kannst auch C ausmachen. Ja, dann ist ja noch schlechter. Ja. Jawoll. 1-0. Wir lassen es zielen an, weil sonst ist halt richtig schlecht. Oh. Jawoll, den hat er. 1-0. Das war's komplett. Scheiße. Scheiße. Jetzt kannst du wieder ausgleichen. Ja, Mann. Wow. So gut. Nein! Jawohl. Da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Yes! Da ist direkt wieder die Führung. Jawohl. Nein! Ich hab sogar gecheckt, dass der nach rechts geht, aber dann, ja, durch dieses lange Gedrücke einfach. Weg. 2-2, oh, jetzt kannst du gewinnen, das ist nicht geil. Ja, der Druck ist hoch. Oh, Jawohl. Der hat mich richtig hochgenommen, was? Falsche Ecke, Lupfer. Kann man machen. 3-2 geht's aus, du gewinnst die Challenge, nice one. Würde aber auch sagen, dass das in Ordnung geht. Also wir waren beide relativ gleich gut, aber du hattest die gefährlichen Chancen, würde ich einfach mal sagen. Und ja, dann passt das schon irgendwo auch. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 22. Und dann würde ich mich bedanken bei dir. Ne? Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Das auch. Tschüss. Tschüss.